Hurra, hurra, die FED wird die Zinsen nur um 0,25% bei den nächsten beiden Sitzungen anheben. Das ist der Grund für die heutige Rallye, die wir besonders im Nasdaq sehen. Aber Subtext ist eben auch, sie wird die Zinsen weiter anheben. Dementsprechend habe ich ein paar ketzerische Fragen an die Bullen, an die Märkte insgesamt. Denn ich denke, das ist ein Strohfeuer, das ist die Euphorie vor den Fakten. Denn da gibt es ein paar Problemchen mit dieser Rallye. Wenn jetzt es so ist, und das basiert alles auf einem Bericht von Nick Timiraos, dem Mouthpiece der FED, der schon Journalist vom Wall Street Journal, der am Wochenende hier gesagt hat, ja, also die Fed wird jetzt nur noch kleine Schritte machen bei den Zinsanhebungen. Wenn also jetzt alles wieder gut ist, warum fällt dann der Dollar nicht weiter? Warum steigen dann die Renditen statt zu fallen? Das müsste doch eigentlich genau andersrum sein. Eher dovische Fed, dann müssten die Anleiherenditen weiter fallen, dann müsste der Dollar weiter fallen, aber das passiert nicht. Wir haben also jetzt die Situation, dass die Aktienmärkte wieder mal gegen die Devisen- und Anleihemärkte stehen. Und aus meiner Sicht ist es nicht die beste Idee, darauf zu setzen, dass die Aktienmärkte den richtigen Riecher haben. Das haben sie eigentlich in den letzten Jahren kaum einmal gehabt. Wie oft haben wir schon irgendwelche Fed-Pivot-Rallies gesehen und wie oft sind die gescheitert? Und das ist wieder letztendlich eine Fed-Pivot-Rally, auch wenn die Euphorie groß ist und wenn alle sagen wieder, ach, Fugmann, du Dauerbär, der ich nicht bin, aber sei es drum, hier, jetzt ist doch die Super-Rally gestartet, jetzt geht alles nach oben. Und ich denke, das ist die große Gefahr, in der jetzt viele Leute sind, dass sie nochmal aufspringen auf diese Rallye, nochmal sich reinziehen lassen in diese Rallye, die maßgeblich auch ein Short Squeeze ist. Dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal die Dinge an und vor allem meine ketzerischen Fragen an die Märkte. Hier sehen wir mal die sogenannte Heat Map, also das, was da letztendlich an den großen Aktien vor allem der Fall ist in den USA. Wir sehen eine Apple plus 3%, Microsoft, Google, alles eine Tesla über 5%, dazu gleich mehr. Dementsprechend sehen wir vor allem den Nasdaq mit über 2%, den Plus, Dow Jones knappes Prozent, der S&P 500 knapp über 1%, aber der VIX erstaunlicherweise fällt nur ganz wenig, 0,86%. Das ist jetzt nicht gerade viel angesichts einer Situation, wo die Euphorie an den Märkten so groß ist. Und schauen wir uns mal diese Grafik von Ron Walker an, die er schon am Wochenende gebracht hat. Mit dem Potenzial noch für diese Gegenbewegung, die wir hier sehen, so ein bisschen in den Bereich 11.800 und viele zerquetschte. Genau das ist jetzt der Fall, wenn Sie oben im RSI mal gucken. Das ist praktisch ein Chart jetzt vom Wochenende, wo der heutige Montag noch nicht drin ist. Der RSI wäre jetzt da ziemlich am Anschlag. Wir bilden hier eine negative Divergenz. Würde ich persönlich da kaufen als Trading-Position? No, never, ever. Aber gut, manche werden das tun und werden sagen, Fugmann, du hast doch gar keine Ahnung und vielleicht haben sie ja recht. Ja, das kann man ja dann erst im Nachhinein beurteilen. Ich jedenfalls würde das nicht machen, denn ich halte es mit Mike Wilson, der auch im Jahr 2022 die Dinge sehr, sehr gut prognostiziert hat, der immer erkannt hat, das ist eine Bärenmarkt-Rallye, das böse Erwachen kommt. Wir haben uns ja Stück für Stück nach unten gehangelt im Laufe des Jahres 2022 mit dem Tief im Oktober. Dann seitdem jetzt eine Gegenbewegung gesehen, die zwischendurch immer wieder praktisch korrigiert wird. Hier sagt Michael Wilson, unsere Modelle, die praktisch so eine Art Frühindikatoren darstellen, Earnings Model has been very accurate over time. Das ist ein sehr, sehr gutes Modell, sagt also Mike Wilson. Und dieses Modell zeigt, dass die Gewinnsituation für die Unternehmen sich dramatisch verschlechtern wird. Und wir stehen ja jetzt, wenn man so will, am Beginn der Berichtssaison. Wir haben bisher die Banken vor allem bekommen, was die großen Unternehmen betrifft. Und wir bekommen jetzt in dieser Woche schon die ersten großen Tech-Unternehmen. Und es ist ein Riesenspread zwischen dem Konsens an der Wall Street, was diese Berichtssaison betrifft, und dem, was eben dieses Modell, das bisher sehr korrekt gelegen hat, sagt, was da kommen wird. Dieses Modell speist sich aus verschiedenen Inputs natürlich. Und gleichzeitig sehen wir, dass BlackRock etwa sagt, ja, der Investorenoptimismus gegenüber Aktien, der kommt ein bisschen früh, denn die Fed wird letztlich nicht anders können, als der Wirtschaft schweren Schaden zufügen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt die Fed super begeistert ist über diese erneute Rallye mit der
erneuten laxeren Financial Conditions, die damit verbunden sind. Schauen wir uns hier mal die NAAIM Number an. Also das ist praktisch die Investitionsquote, wenn man so will, der Vermögensverwalter in den USA. Die ist schon vor dieser Rallye nach oben geschossen. Die dürfte jetzt noch weiter nach oben geschossen sein. Wir können also von Pessimismus nicht mehr gerade wirklich sprechen. Alle sind jetzt wieder long in Tech, alle sind short im Dollar, dazu gleich mehr. Und natürlich ist das wieder ein Short Squeeze auch, vor allem Hedge Funds waren short in Tech-Werten, die mussten letzte Woche schon eindecken, die werden heute wieder stark eindecken müssen, das sehen wir an diesen großen Pluszeichen, da sind viele zum falschen Zeitpunkt short gegangen und müssen dann eben jetzt diese Geschichte irgendwie reparieren, vor allem Semiconductor-Aktien, das sind diejenigen, die stark verkauft wurden und jetzt passieren eben diesen Eindeckungen, wie Goldman Sachs in ihrem Prime Book zeigen kann und das alles in einer Situation, in der wir ja eine deutliche Verschlechterung der US-Konjunkturdaten gesehen haben, vor allem in der letzten Woche, der Economic Surprise Index, der also bemisst, wie stark die Daten abweichen von der Erwartung, ist jetzt deutlich gefallen und heute haben wir die sogenannten Leading Indicators bekommen. Die sind 1% gefallen zum Vormonat, erwartet nur minus 0,7%. Das ist der 10. Monatsrückgang in Folge, 10 Monate in Folge rückgängig. Das ist eine richtige Hausnummer. Das ist eigentlich sonst nur schon in Rezessionen der Fall, dass die Dinge so runterknallen. There was widespread weakness among leading indicators. Deteriorating conditions for labor markets, also für den Arbeitsmarkt, manufacturing, housing, construction and financial markets. Also da warnt man, das wird ein schwieriger Ritt. Aber die Aktienmärkte, wenn wir das hier nochmal sehen von Alf, die sind noch so ein bisschen im La-La-Land. Die glauben irgendwie mal wieder an das beste aller Welten-Szenario, Soft Landing der Wirtschaft und Fed hört auf oder senkt bald die Zinsen, aber beides geht irgendwo nicht. Wenn wir ein Soft Landing hätten, würde die Fed nicht umsteuern müssen, würde die Zinsen also oben belassen und die Fed wird ja im Februar und sehr wahrscheinlich auch im März eben dann die Zinsen nochmal anheben. Wir haben also nach wie vor latent eine Liquiditätsverknappung und die Aktienmärkte stellen sich wieder gegen die Fed und sagen, wir riechen, dass das nicht mehr lange gehen kann, aber es ist eben so, dass die Wirtschaft deutlich abkühlen wird. Das wird auf die Umsätze und Margen der Unternehmen gehen und dann stellt sich wieder die Bewertungsfrage und je höher wir steigen, umso dringender stellt sich die Bewertungsfrage angesichts dessen, was da kommt. Und hier sehen wir mal wieder Mike Wilson, der sagt, das ist genau das Problem, dass letztendlich diese Differenz besteht zwischen eben der Erwartung der Wall Street und dem, was wahrscheinlich kommen wird, was da kommen dürfte. Und dementsprechend sehe ich diese Rallye als sehr gefährdet an, weil sie eigentlich auf reiner Euphorie jetzt wieder mal über einen Fed-Pivot basiert, bevor wir die Zahlen der Unternehmen haben, vor allem deren Ausblicke haben. Das wird ja sehr, sehr wichtig. Und hier kommt ja morgen schon Microsoft, es kommt Tesla, es kommen viele andere. Intel ist noch in dieser Woche dran, Visa. Da sind also schon jetzt die ersten Dickfische aus dem Tech-Bereich. Wir haben dann auch Konjunkturdaten, wichtige, vor allem die PCE-Inflationsdaten am Freitag und US-Hausmarktdaten sind da zu nennen. Und jetzt vor den Tesla-Zahlen, die am Mittwoch kommen, eine interessante Grafik, wie ich finde. Es sind vor allem Individual Investors, die jetzt massiv wieder in Tesla reinkaufen. Wir sehen, dass das praktisch ein All-Time ist. Das heißt, die schwachen Hände kaufen jetzt Tesla und sagen sich, wow, die Aktie ist doch super günstig. Das ist für mich ein klares Warnsignal. Ich würde jetzt so langsam mir angucken, ob ich da eine Gelegenheit sehe, diese Erholung, die wir jetzt bei Tesla gesehen haben, mal wieder abzuverkaufen. Aber das ist rein subjektiv, meine Damen und Herren. Und wenn wir zum S&P 500 kommen, hier eine Grafik von Sven Henrik. Und der zeigt, dass wir jetzt an diesem neuralgischen Punkt sind beim S&P 500. Wir sind am Abwärtstrendkanal, versuchen mal wieder rauszukommen. Das war kürzlich auch schon mal der Fall. Ich glaube, im Dezember waren wir auch mal drüber rausgeschossen mit den CPI-Daten, mit den Inflationsdaten. Und dann ging es wieder mal wieder zurück. Nicht dramatisch, aber es ging eben dann wieder nach unten. Jetzt der nächste Versuch, hier diesen Fed Pivot Rally zu spielen. JP Morgan dagegen sagt, sell stocks and take profits.
Vielleicht hat der JP Morgan recht. Recht hat wahrscheinlich Microsoft, wenn sie ihr Investment jetzt in OpenAI, also den Hersteller unter anderem von ChatGPT, jetzt aufstocken. Man geht hier massiv mit 9 Milliarden rein. Das dürfte eine echte Gefährdung von Google sein. ChatGPT, der Unterschied ist da der wirklich alles verändern kann. Wir haben hier eine Antwortmaschine. Eine Frage, eine Antwort. Bei Google habe ich zwar eine sehr gute Suchmaschine, eine Textsuchmaschine. Ich kriege unzählige Antworten, unzählige Artikel vorgeschlagen, aber es ist eben eine völlig andere Dimension, mit der wir es hier zu tun haben. Und es kommen noch andere Sachen, die jetzt in der Pipeline sehen, wie sie in der Pipeline sind, wie sie in diesem Tweet erkennen können. Also das könnte echt eine Revolution werden. Wir haben erst, oder die Älteren unter Ihnen, so wie ich, haben den Beginn des Computers erlebt, also die wirkliche Massentauglichkeit von Computern. Dann kam das Internet, dann kamen die Smartphones. Jetzt kommt künstliche Intelligenz. Und zurück zu den Märkten. Wir sehen, dass jetzt Gott und die Welt Short im Dollar positioniert ist. Wir haben einen massiven Überhang von Short-Positionen, weil man sich sagt, ja, die Fed, die muss doch umsteuern. Und überhaupt, Europa sieht doch wieder ganz gut aus, weil ja die Gaspreise nicht so gestiegen sind. Da kommt keine Rezession. Also wetten wir mal gegen den Dollar. Und seltsamerweise, obwohl wir heute ja, ich hatte es heute Morgen dargestellt, der Aussagen von Knot wieder gehabt haben, dem Niederländer aus dem EZB-Rat, der gesagt hat, wir werden mehrfach die Zinsen um 0,5% anheben. Also sehr, sehr hawkisch, was die EZB da derzeit von sich gibt. Letzte Woche schon Lagarde, wie sie alle heißen, haben da auf die Pauke gehauen. Wir werden, glaube ich, kein Wort davon, aber sei es drum. Hier sehen wir mal Euro-Dollar, der ist dann heute Morgen über die 1,9er-Marke gegangen, aber seitdem ist die Luft raus. Es geht latent nach unten und interessant auch, normalerweise würde man ja erwarten können, das hing ja immer zusammen, steigende Aktienmärkte ist gleich fallende Rendite bei US-Staatsanleihen, ist nicht der Fall, wir sehen die 10-Jährige, die zwar nicht dramatisch steigt, aber die steigt heute, müsste eigentlich nach Adam Riese Logik fallen, tut sie aber nicht. Und hier sehen wir vielleicht den Grund, wir haben jetzt eine Ausgebombtheit des Dollars, die kaum mehr zu übertreffen ist, wir haben eine Falling Wedge, die sich nach oben auflösen dürfte und das gilt ähnlich für die 10-jährige Anleiherendite. Ich erwarte, dass sowohl der Dollar als auch die 10-jährige Anleiherendite wieder steigen werden. Und das passt nicht gut zu steigenden Aktienmärkten. Und hier, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, wobei das wahrscheinlich ein globales Phänomen ist, hier hat sich der Chef der BaFin, also der Finanzaufsicht in Deutschland, geäußert und hat gesagt, die erste Verteidigungslinie bei den kleinen Banken ist gefallen. Die haben ein Riesenproblem. Warum? Die Bewertungsreserven sind weitgehend aufgezehrt. Man legt ja Sicherheitspuffer zurück als Bankkapital zurück, um Verluste abfedern zu können. Und jetzt haben die Banken das Problem, und das ist nicht nur in Deutschland so, dass die Anleihekurse ja massiv gefallen sind. Das heißt, die Anleihen in die Bilanzen sind viel weniger wert. Ich habe von den Amerikanern dazu noch keine Aussage gehört, aber die haben natürlich das gleiche Problem, respektive die amerikanischen Banken. Also das wird auch noch ein interessantes Ding. Schauen wir uns hier noch zwei Artikelempfehlungen an, meine Damen und Herren. Kampf um den Abwärtstrend, der ja so aktuell ist, der derzeit gerade passiert. Die Entscheidung naht. Dieser Artikel bringt das ganze Geschehen hervorragend auf den Punkt. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Deutschland zahlt verrückte Preise, andere gehen leer aus. Wir haben massive Stromausfälle derzeit in Pakistan. Warum? Weil die Pakistanis zu wenig Gas importieren können. Wer kauft es weg? Wir Deutschen kaufen es weg, weil wir sagen, wir sind die Guten. Wir zahlen jeden Preis, dann liegen die Container oder die LNG-Schiffe sind im Meer. Die sagen sich, ach, weißt du, Pakistan, mit denen haben wir zwar Langzeitverträge, aber die kündigen wir jetzt in die Deutschen, die zahlen das Doppelte, also fahren wir doch Richtung Deutschland. Und das ist genau die Folge, die derzeit passiert. Wir zahlen verrückte Preise, andere gehen leer aus. Zweite Artikelempfehlung, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.